So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Edna bricht aus. Gut, also im Zen-Garten sind wir jetzt nicht weitergekommen. Ich doch nochmal zum Auto. Irgendwie muss doch dieses verdammte Auto aufgehen. Das lässt mich jetzt keine Ruhe. Und wir haben ja eigentlich überall alles mitgenommen. Das regt mich jetzt so richtig auf. Kennt ihr das, wenn ihr an einer Stelle im Spiel einfach nicht weiterkommt? Warte mal. Benutzen wir nochmal die Autotür. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Das heißt, wir waren schon die ganze Zeit, hatten wir schon offen. Haben es immer noch versucht, weiter aufzumachen. Na, toll. Das ist natürlich wieder typisch hier. Dann gehen wir mal raus. Jetzt können wir zum... Halt. Zurück. Nee, das... Ich habe gedacht, das könnte man mitnehmen, aber nein. Gut. Oh, ich muss euch doch nochmal zurück. Habt ihr es gesehen? Guck mal, da sieht man nämlich noch den Verschließer von der Autotür. Okay, jetzt aber zurück. Dann, damit wir am Chauffeur vorbeikommen. Ich will nämlich einfach mal ein Dings fragen. Unseren Schlüsselmeister. Ich soll... Dann schlag halt kräftig drauf. So gehört es. Oh oh. Wer war das? So, und jetzt wieder schnell hoch. Bevor der Chauffeur wieder zurückkommt. Denn das waren wir Bösen. Edna, beeil dich. Schnell, bevor er zurückkommt. Nein, nicht hinter dem Dings verstecken. Hoch mit uns. So. Schlüsselmeister ist ein Stockwerk weiter oben. Schlüssi. Bin ich jetzt absolut noch Schlüssi. Weil wir haben jetzt ein Fluchtfahrzeug gefunden. Schlüssi. Schlüssi. Jetzt. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Ja. Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Gut, dann gehen wir halt wieder runter. So, dann gehen wir da runter. Noch ein Stockwerk runter. Warum? Ja, wir treffen uns ja dort. So. Zeigt dann sicher, es fehlt eine Tür. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik, aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Okay, das Rad wissen wir, wo wir es herbekommen. Jetzt gucken wir doch nochmal nach dem Rad. Können wir uns doch vielleicht ganz vorsichtig holen, Edna. Geh zur Limousine. Ich habe auch schon eine Idee, wer Fachmann für Elektrik ist. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Yep. Und wir tragen ein richtig schweres Rad mit uns. Jetzt machen wir ein bisschen Krach. Und gehen zu unserem Fachmann für Elektrik. Oh oh. Wer war das? Ja, das wissen wir doch schon, dass wir das waren. Schnell hoch mit uns, Edna. Beeilung. Rein mit dir. So, nach da vorne. Und nach oben.
Edna, beeil dich, bevor er zurückkommt und uns schnappt. Ja. Gut, da war unser Fachmann für Elektrik drin. Hallo, Aluman. Rede mit Aluman. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ja. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Strom. Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Danke. Okay. Vielleicht können wir jetzt den Fernseher umschalten. Ich will noch kurz den Fernseher schauen, bevor wir gehen. Ja. Okay. Ich will noch den Fernseher benutzen. Ja. Benutzen. Den Fernseher schauen. Mann. Na gut. Vielleicht soll ich uns irgendwas sagen. Ich weiß noch nicht was, aber... Merken kann man sich ja mal. Wenn ich lieber Fernseh geschaut hätte. Mann. Jetzt gehen wir mal runter und montieren unser Ersatzrad. Das Ersatzrad. Das Ersatzrad. Wir haben das Ersatzrad. Und das bringen wir jetzt nach dahinter. Nanu? Ist der Aluman noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Oh je. Jetzt machen wir erstmal das Rad fest, wenn es geht. Inventar. Inventar. Wir schützen mal jetzt das Rad. Hallo. Naja. Gehen wir halt erstmal den Aluman suchen. Aluman auf der Veranda. So ums Haus rum. Aluman, wir kommen! Oh nein, was ist denn mit dir? Wir sind sicher nur Nerven. Hey, Alu! Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was ist denn los? Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Dann mach es. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Ah ja. Das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Hallo, positive Energie ist doch perfekt. Aber vielleicht können wir ihn ja irgendwie trotzdem dazu bringen. Genau, ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Das heißt, wir werden es schaffen. Juhu. Oh, der mag sicher Quiche. Also. Ich habe gehört, in der Garage gibt es gratis Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich deine ganze Kelle von... Na toll. Dann hol dir doch kosmische Energie. Wie kann man denn durch kosmische Energie überleben? Ja, ein schönes Plätzchen hast du. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut.
Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Was auch immer das heißt. Na gut. Dann gehen wir mal und probieren es. Nochmal. Bis später. Noch ein bisschen Gartenarbeit wieder. Vielleicht hilft dir ja ein Bild von... Das hilft dir nicht. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Aber das passt doch. Okay, warte, was haben wir noch? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Vielleicht müssen wir einfach vor die Steine... Doch, so wie es für seine Finger fallen, macht es irgendwie so. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Toll, ich jetzt mir aufzeichnen sollen. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Probier jetzt einfach das so. Nein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ich habe zu weit unten. So. Jetzt aber. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Okay, das ist ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt das tausendmal versuche umzulegen. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Würde ich einfach vorschlagen. Wir machen eine kleine Aufnahmepause. Ich gucke noch mal kurz danach, wie es aussah. Das müsste jetzt nicht unbedingt mit dabei sein. Und wir sehen uns dann wieder hier an der gleichen Stelle. Und tschüss.